Hallo und herzlich willkommen zu den BattleTech Essentials. Hallo und herzlich willkommen nochmals zu den BattleTech Essentials. Heute geht es zum einen um die AlphaStrike Unit Cards. Da haben wir zum Beispiel die Nachfolgekriege und die Clan-Invasion aus dem Kickstarter. Sehr coole Karten, die sind in Farbe gestaltet und wie genau die ausschauen, schauen wir uns dann gleich mal an. Was natürlich auch sein wird, ich hoffe es, auch für euch, dass sie dann halt irgendwann mal im Handel landen und für euch auch verfügbar sind, nicht nur für die Kickstarter-Teilnehmer. Wenn ihr Unit-Cards benötigt, geht ihr bitte auf die masterunitlist.info. Dort könnt ihr euch die Unit-Cards ausdrucken. Also einen Link mache ich euch dann unten natürlich wieder rein. Was ich mir auch nochmal mit euch anschauen möchte, sind dann die aus dem Kickstarter, diese Pilotenkarten, einmal von den Söldnern. Söldner der inneren Sphäre 2 und hier habe ich dann die Champions der inneren Sphäre 1. Legion, Legenden kann man sagen, also Legenden 1 und Legenden 2. Ich habe ja fälschlicherweise angenommen, dass es sich hier um zum Beispiel bei den Söldnern Karten handeln würde, wo dann Grayson Descala mit dabei wäre, was aber nicht der Fall ist. Genauso eben halt hier bei den ganz normalen Piloten. Das sind eben halt normale Pilotenkarten und da schauen wir dann auch nochmal drüber. Ich weiß nicht, ob es die nochmal geben wird, weiß ich nicht. Wie gesagt, die Teilnehmer des Kickstarters haben da halt ein bisschen Glück gehabt, dass sie dann auch sowas mit erhalten. Wobei ich muss auch sagen, bei den Pilotenkarten entzieht sich irgendwie mein, ja, wie soll ich sagen, die Pilotenkarten sind nicht unbedingt mein Fall. Weil das macht das Spiel eigentlich mitunter langsam und auch nicht, ja, ich weiß nicht, ist zu kompliziert, vor allem was die Vorbereitung dann betrifft. Das, wie gesagt, das ist nicht unbedingt mein Fall. Ich möchte gerne meine Mechs haben, möchte sie aufstellen, habe dann meine Unit-Cards dazu und dann geht's ab und es wird gespielt und gefightet. Aber das dann auch noch mit reinzuarbeiten, naja, gut, das denke ich mir, es macht schon Spaß, wenn man vielleicht so Kampagnen spielt oder größere Gefechte. Und da bringen dann wahrscheinlich auch diese Pilotenfertigkeiten und die speziellen Piloten hier eine gewisse Art von Würze rein. Egal, ob das eben halt bei den ganz normalen Spielen ist, also bei normalen Battletech oder bei AlphaStrike. Wir gehen jetzt mal kurz in die Nahaufnahme und dann zeige ich euch nochmal die Karten. Das Einzige, was ich hier noch machen muss, ich muss die mal aus der Folie rausholen. Ich habe sie noch gelassen, weil dann brauche ich dann irgendwie eine extra Aufbewahrungsbox, weil das zwei separate Packs sind. Wenn man da mal ganz genau hinschaut, sind das zwei separate Packs, die weißt du, ne? So, gehen wir da mal rein. Normalerweise sollten die ganz normal sein, wie die Werte sind nach der, nach der Commanders Edition. So, dann bereite ich mal alles vor. So, da sind wir schnell nochmal bei den Unit Cards. Das ist eigentlich ganz toll. Man sieht eben halt ruckzuck, wer wohin gehört. Ihr habt hier unten das Symbol. Ich muss mal gucken, dass ich den richtigen Abstand finde. Dieses Symbol, was ihr habt hier unten auf der linken Seite, bezeichnet jetzt hier die Nachfolgekriege. Und für die Clan-Invasion habt ihr dann hier zum Beispiel den Medkit unten am Rand. Und das ist eben halt dann Clan-Invasions-Unit-Card. Ne? Hier zum Beispiel meine Nova-Cat. Zur Not könnt ihr es auch daran erkennen, dass eben halt, mal davon abgesehen von der Einheitenbezeichnung, ja, dass eben halt die Specials extrem ausgefüllt sind. Da kann man sich schon fast denken, das ist schon moderner. Ne? Bei den anderen Karten, ja gut, die haben zwar auch schon viele Specials, aber in der Regel kann man schon sich denken, dass das eben halt die Nachfolgekriege wären. Zum Beispiel hier der Handspeck, der hat nichts weiter dazu. Das wäre jetzt einer, der mal mit mehr Energiewaffen wäre, der 4P. Hier haben wir unseren Standard. Der hat dann Autokanone 2-2 für Sondermunition, also nahe und mittlere Entfernung. Ganz normal, die Einheitenbezeichnungen sind normal geblieben, wie gesagt. Battlemech, welche Größe, das wäre ein mittelschwerer. Der Bewegungsmodifikator, wie weit er dann laufen kann oder sich bewegen kann und welche Rolle er spielt. Dann eben halt der Schaden auf nah, mittel und weit. Hitzeskala. Und hier tragt er eben halt ein, welche kritischen Treffer er hatte. Wie gesagt, unten links das Symbol für die jeweilige Epoche. So, was wir noch haben, was ihr beachten müsst, es gibt in der Commanders Edition, die ist ja angepasst, nicht mehr diesen Bewegungsmodifikator, den ihr rausrechnen müsstet. Hier wäre jetzt der ganz normale TMM D2. Wenn er zum Beispiel springen würde, heißt es, er bekommt eine plus 1 dazu, also insgesamt TMM 3. Es gibt ja diese Kombis,
wo dann eben halt durch die Reichweite dann eben halt gesagt wird, okay, zum Beispiel, das war dann eben halt, glaube ich, ein Katapult oder ein Jenner, bin mir da nicht sicher, da waren dann unterschiedliche Bewegungswerte und der Sprungwert wäre da zum Beispiel kleiner gewesen, merkwürdigerweise. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Mac das war und da wäre dann hier zum Beispiel eine PW minus 1 oder eine PW 0, je nachdem, was eben halt für diesen Mac gilt. Tja, also viel mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist eigentlich weitestgehend geblieben. Wie gesagt, nur der Jump ist hier geändert. Der wird dann nicht mehr im Regelwerk auftauchen, sondern wird gar nicht mehr erwähnt. Und der steht eben halt hier jetzt bei den Specials dabei. Also müsst ihr quasi bei diesem Firefly VR rechnen. 2 plus 1, wenn ihr springen wollt, dann habt ihr eben halt TMM 3. So, kommen wir jetzt nochmal zu den Pilotenkarten. Ja, da muss ich da euch auch noch was dazu erzählen. Also wie gesagt, die haben eigentlich gar nichts weiter großartig mit dem eigentlichen Spiel mehr zu tun. Das sind ja so Informationskarten, wer wohin gehört. Vielleicht dann interessant, wenn ihr dann MechWarrior Destiny spielt. Aber das habe ich jetzt schon wieder am Eingang wieder ein bisschen falsch erzählt. Hier steht eben halt Rang, was er ist, also Söldner, welche Einheit er angehört, zum Beispiel der Anthony McQuillan, den Kellhounds, welchen Mech er führt und eben halt seine Karriere und was er macht. Mehr ist das eigentlich nicht dazu. Es sind eigentlich ganz interessante, coole Karten und wahrscheinlich kann man dann dahingehend auch seine Charaktere mit erstellen über diese Piloten-Specials, die mir eher nichts bringen. Die Pilotenkarten, hatte ich ja gesagt, sind ja auch mit dabei in den Boxen. Die sind dann doch ein bisschen anders. Hier habt ihr dann eben halt die Specials mit dazu. Die findet ihr hier nicht und auch den Punktwert, wie ihr eben halt dann diese zu berechnen habt. Also eingangs wieder ein leichter Fehler von mir, was eben halt die Ausführung betraf für diese Pilotenpacks. Ja? Also da auch wieder aufpassen, dass ihr mir nicht alles glaubt. Gott sei Dank kriege ich immer alles rechtzeitig noch mit und kann das noch für euch, ja, euch ändern oder korrekt sagen. Ne? So, das war es dann halt zu diesen Karten, zu diesen besonderen Decks, die jetzt hier dazu waren beim Kickstarter. Was es direkt damit auf sich hat, naja, ich denke eher so infomäßig und ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kann man ja zum Beispiel auch einen Panzerfahrer mit dabei. Also cool, also eigentlich gehört es hier. Ne? Tja, jetzt habt ihr natürlich auch gemerkt, dass die beste Vorbereitung auch nicht immer die richtige ist. Ich habe da jetzt ja noch ein bisschen mich verhauen, was die Pilotenkarten betraf. Deshalb habt ihr noch mal ganz kurz die regulären Pilotenkarten aus den Boxen gesehen. Also das scheinen dann eher tatsächlich nur Infokarten über die einzelnen Krieger zu sein. Wie gesagt, man kann die garantiert auch ganz gut für das Rollenspiel nehmen. Dieses MechWarrior Destiny, garantiert nicht schlecht. Und bei den Unit-Cards, ja, also es hat sich eigentlich kaum was verändert. Es ist eigentlich dasselbe geblieben. Das Einzige, was sich halt nur verändert hat, ist dann halt dieser Sprungwert, wo ihr dann eben halt aufpassen müsst mit den JMPV1, also den Jump, ja, Wert, weiß ich jetzt gar nicht, was das auf Englisch direkt heißt. Also da aufpassen, das ist das Einzige, was eben halt geändert ist, weil das findet ihr nicht im Regelbuch mehr drin. Da schaut ihr dann erstmal ein bisschen komisch, wo denn der Jump definiert ist oder der Sprungwert. Aber wie gesagt, alles hier super gut gemacht, total leicht verständlich, eigentlich nicht schlecht. Und ihr habt natürlich dann hier auch dann noch auf der Rückseite, also ziemlich weit hinten, gibt es dann so Infokarten zu einzelnen Einheiten noch dazu. Zur, was haben wir denn hier, McCarran's Armored Cavalry oder eben halt bei den Clans sind dann direkt eben halt 13. Wolfsgarde zum Beispiel, also die Wolfsspinnen. Also coole Sache. So. Das war es dann schon wieder von mir für heute. War ein relativ kurzes Video, aber ich denke mir, es dürfte einigermaßen informativ gewesen sein. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder bei den Battletech Essentials. Wenn ihr mich unterstützen wollt, unten sind die üblichen verdächtigen Links zu Amazon. Einfach mal draufdrücken, wenn ihr da mal was einkaufen möchtet. Ja, hat euch das Video gefallen? Daumen nach oben wäre nicht schlecht und vielleicht abonniert ihr mich. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, demnächst wieder auf diesem Kanal. Ciao, ciao und bye bye, sagt euer Ulrich. Macht's gut, Leute!